zunächst einmal, Kongresse im echten Leben sind natürlich was anderes als virtuelle Kongresse. Ja. Und wir haben jetzt lange gewartet, dass wir den Gesundheitswirtschaftskongress auch hier im echten Leben erleben dürfen. Und das ist einfach ganz, ganz schön, viele, viele bekannte Kolleginnen und Kollegen letztlich wiederzusehen, Gespräche zu führen, ja, aber natürlich auch inhaltlich darüber nachzudenken, was die letzten 2,5 Jahre Pandemie mit uns gemacht haben. Ja, im Wesentlichen geht es darum, die Frage zu stellen, was wir im Gesundheitssystem während der Pandemie gut gemacht haben, wo wir noch etwas Luft nach oben haben. Letztlich auch ein bisschen darüber nachzudenken, ja, wie wir künftig Systeme ausrichten können, dass wir krisenfest werden.